Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Privacy mal wieder. Ich dachte mir, wir machen mal wieder hier ein bisschen was zur Anonymität im Internet. Und wir gucken uns das Ganze heute ein bisschen theoretisch an, damit wir auch die Aspekte hinten dran verstehen. Wir werden aber auch noch ein bisschen mehr Praxis hier in der Serie machen. Ich dachte mir, aufgrund der letzten Entwicklungen, sag ich jetzt mal, wäre es mal wieder angebracht, hier ein bisschen mehr zu machen. So. Heute wollen wir uns ein ganz kurzes Beispiel angucken. Proxys kennt eigentlich jeder, aber wir wollen uns auch einen Angriff auf diese Proxys angucken. Davor erzähle ich nochmal kurz, wie die Dinger in der Praxis tatsächlich funktionieren. Und, oder in der Theorie sogar funktionieren. Und dann wollen wir uns noch angucken, zwei Begriffe angucken, nämlich Empfänger- und Senderanonymität. Das ist heute sozusagen der Plan. Okay. Also, wenn wir mit einem Proxy mit dem Internet kommunizieren, dann wird erstmal natürlich eine Verbindung zu diesem Proxy aufgebaut. Wie genau, ist nicht so wichtig, aber wir bauen eine Verbindung zu diesem Proxy auf. Das heißt, wir verschlüsseln auch diesen ganzen Traffic, der hier rüber geht. Das heißt, niemand kann ihn eigentlich mitlesen. Anschließend entpackt der Proxy unsere ganzen Daten und baut in unserem Namen, also ohne uns zu nennen, aber für uns sozusagen eine Verbindung mit dem Ziel auf, zum Beispiel youtube.com. Wenn ich jetzt hier von den drei Entitäten rede, dann meine ich natürlich mit Client hier diesen PC ganz links, den hier, mit Proxy meine ich den hier und mit Empfänger meine ich youtube.com. Das heißt, nicht verwirren lassen. So, und wenn diese Daten dann bei YouTube angekommen sind, dann hat YouTube eigentlich keine Ahnung, wo diese Daten wirklich herkommen. Es weiß nur, dass die Daten von dem Proxy geschickt wurden. Und ja, deswegen schickt es natürlich die Daten, also wir müssen ja auch wieder was von YouTube empfangen, wenn wir eine Verbindung aufgebaut haben. Deswegen schickt es die Daten zurück an den Proxy. Der Proxy weiß, dass es die Daten für uns sind und schickt die Daten an uns zurück. So läuft im Prinzip der Plan. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Aber man muss natürlich auch noch erwähnen, hier die Verbindung zwischen Client und Proxy ist verschlüsselt und die Verbindung zwischen Proxy und YouTube.com ist verschlüsselt. YouTube ist jetzt hier ein relativ unsensibles Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwelche Daten hinschicke, dann ist es nicht ganz so schlimm. Man guckt sich halt irgendein YouTube-Video an. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr geht auf die Seite drogenberatung.com. Dann weiß man natürlich erstmal, okay, ihr wollt vielleicht von irgendwelchen Drogen wegkommen und das möchte nicht unbedingt jetzt jeder haben, dass das alle wissen. Das heißt, ist eigentlich nicht sonderlich schlecht, auf die Seite drogenberatung.com an sich zuzugreifen, aber man möchte vielleicht seine personenbezogenen Daten geheim halten. Wenn man sich vielleicht einfach irgendwie informieren will oder einfach nicht möchte, dass irgendwelche falschen Schlüsse gezogen werden. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass man eigentlich seine Identität verschleiern kann. Und dazu ist ein Proxy eigentlich ziemlich geil. So, jetzt aber zu dem Angriff auf Proxys. Und zwar, wir wissen jetzt mittlerweile zwar, dass man hier drüben, dass man hier eigentlich die Verbindung verschlüsselt hat. Das heißt, keine wirklichen Daten innen drin werden übermittelt. Aber nehmen wir mal an, es gibt eigentlich zwei Angriffe auf Proxys, um genau zu sein. Der erste ist relativ simpel. Ihr gebt sozusagen euren Login bei youtube.com ein. Bei eurem Login müsst ihr natürlich erstmal Benutzernamen und Passwort eingeben. Ja, und dann habt ihr quasi schon wieder alles kaputt gemacht, warum ihr überhaupt einen Proxy benutzen wollt. Denn dann weiß YouTube haargenau, wer ihr seid. Also gegenüber YouTube habt ihr dann alles verloren. Jegliche Anonymität. Aber wenn ich natürlich hier jetzt einfach nur diese Daten an YouTube schicke, dann kann ein Angreifer immer noch nicht Rückschlüsse auf mich ziehen. Aber ist natürlich trotzdem blöd, wenn man sich irgendwo über einen Proxy oder über VPN oder sonst irgendwas anmeldet. Also Sinn macht es keinen, sich irgendwo anzumelden. Deswegen immer schön ohne Anmeldung bleiben, wenn ihr irgendwie einen Proxy oder sowas benutzt. So, dann nächster Angriff und der ist ein bisschen technischer und ein bisschen besser durchdacht. Was passiert denn, wenn ein Angreifer einzelne Abschnitte hier überwachen kann? Wir gehen ja im Internet von dem sogenannten Dolev-Yahoo-Angreifer aus. Achso, den habe ich hier in der Serie noch gar nicht erwähnt. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall nehmen wir einfach an, dass dieser Angreifer alles mitlesen kann. Also zum Beispiel à la NSA, wo wir tatsächlich einen Dolev-Yahoo-Angreifer haben. Der kann alles mitlesen, aber kann nichts entschlüsseln, solange er die Schlüssel nicht hat. Das heißt, wir gehen von einer starken Verschlüsselung aus. Das heißt, die kann auch nicht gebrochen werden, aber Pakete können alle mitgelesen werden und das bedeutet natürlich auch, die Metadaten von Paketen, also im IP-Kopf oder sowas, stehen ja diverse Adressen drin. Das bedeutet, man kann rausfinden, in dem Paket hier auf der linken Seite Zieladresse, Proxy, Empfängeradresse oder Senderadresse, hier der Client und hier in dem Paket zwischen Proxy und YouTube.com Zieladresse YouTube, Empfänger,
Senderadresse Proxy. Ja, und wenn ich jetzt natürlich hier einen Angreifer habe, der beide Übertragungsabschnitte lesen kann, das heißt direkt hier und direkt hier, dann kann ich einen gewissen Rückschluss ziehen. Das ist durchaus bedacht, dass die nicht irgendwie weiter hinten liegen, die beiden Pfeile, sondern was der Angreifer jetzt macht ist, er guckt direkt, also er weiß ja, dieses Paket geht zum Proxy und kurz bevor es beim Proxy ankommt, nimmt er einfach dieses Paket und misst die Zeit, bis ein neues Paket hinter dem Proxy wieder rauskommt. Das geht ja nicht lange. Ich meine, der Proxy nimmt das Paket entgegen, entpackt, packt wieder. Das geht keine 20 Millisekunden eigentlich beim Proxy. Und das bedeutet, er liest sozusagen, okay, in diesen 20 Millisekunden kam jetzt kein anderes Paket mehr rein. Das heißt, das Paket, was hier hinten rauskommt, ist ziemlich, ziemlich sicher das Paket, was der Client hier reingestopft hat. Und das ist natürlich ziemlich übel, denn jetzt kann er nämlich erstmal sehen, okay, hier bei dem linken roten Pfeil, da war die Senderadresse, die echte Adresse vom Client, ging eigentlich an den Proxy. Aber da er jetzt hier hinten dran direkt den Rückschluss gezogen hat, hey, das Paket kam direkt aus dem Proxy wieder raus, dann muss es also eigentlich dasselbe Paket sein und hier ist die Zieladresse youtube.com, dann kann der Angreifer hier Rückschlüsse ziehen, okay, das Paket vom Client geht auf youtube.com. Das ist jetzt natürlich keine hundertprozentig sichere Strategie, aber normalerweise schickt man ja auch deutlich mehr als nur ein Paket und es geht natürlich auf dem Rückweg genauso, wenn YouTube wieder ein Paket an den Proxy schickt und direkt danach kommt wieder beim Proxy ein Paket an uns raus, dann kann man auch hier Rückschlüsse ziehen. Und wenn man mehr als, naja, sagen wir mal 10 Pakete oder sowas hat und das bekommt ihr von YouTube ohne Probleme, denn YouTube hat ja, streamt ja Videos. Das bedeutet, ihr habt hier extrem viele Pakete, die die ganze Zeit zu euch zurückkommen. Und ja, da lässt sich dann irgendwann schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, die Verbindung zwischen Client und dem Zielserver ist zu YouTube. Und das bedeutet, ihr habt hier eigentlich eure Anonymität verloren und die Metadaten sind komplett öffentlich. Das ist natürlich eher ungeil und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir machen da noch was dagegen. Und damit kommen wir dann im nächsten Video zu den sogenannten Mixes. Ja, ich hoffe, es hat euch erstmal für einen weiteren Einstieg in die Serie gefallen. Ich weiß, ich fange immer wieder mit der Serie an, aber ich lerne da auch erstens mal immer wieder was Neues dazu und zweitens habe ich immer mal wieder Lust, ein paar neue Videos hier reinzupacken. Aber die wichtigsten Sachen habt ihr natürlich hier schon drin. Und ja, ich dachte mir, fangen wir mal einfach wieder von vorne an. Also nicht von vorne, aber machen wir hier mal weiter. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, lasst ein Like da oder sowas. Ansonsten schreibt mir, warum nicht bitte. Mit einfach nur einem Dislike kann ich relativ wenig anfangen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.